Höhle. Und wie man schon sieht, ist sie auf jeden Fall ein krasser Fotospot. Okay, die meistens sind es Chinesen, aber ich weiß nicht, Asiaten, die sich diese Buggies ausleihen. Und man sieht ja schon an den Tuk-Tuks und den ganzen anderen Transportern und Autos, dass hier jede Menge Touristen am Start sind. Jetzt gucken wir uns mal die blaue Lagune an und dann gibt es hier einen Spruch für diese Höhle. Und die schreien da so rum, weil wenn man da irgendwie vom 1 Meter und vom 5 Meter Turm springen kann. Oder sich sogar an einem Seil da ins Wasser fallen lassen kann. Gucken wir mal. Es ist zwar überlaufen hier, aber was man in TripAdvisor so gelesen hat, dass es wirklich unerträglich ist, kann ich jetzt nicht so sagen. Man kann sich hier so hinter mir so ein Bungalow nehmen oder halt einfach da reinsetzen und dann kann man chillen. Eine Stirnlampe ausgeliehen, die auch nur manchmal funktioniert. Gut, ich habe selber noch eine Taschenlampe dabei und Handylicht, mal schauen. Und die meisten gehen, glaube ich, nicht hier hoch, weil das echt also nicht so ein bequemer Touri-Anstieg ist. Aber ich glaube, 98% der Leute gehen hier erst gar nicht hoch, weil der Anstieg sie abschreckt oder weil sie mit Höhe nichts anfangen können. Da springen sie lieber vom Baum ins Wasser. Kann man auch verstehen. Aber wenn ihr hier seid, geht ihr auf jeden Fall hin. Also nicht nur unten die Blue Lagoon angucken. Es ist schön und nett und dann kann man auch ganz schön chillen oder ins Wasser gehen, wie man Bock hat. Aber auf jeden Fall auch hier hochgehen. Wenn man auch nur einfach da kurz reinläuft, da ist so eine Buddha-Statue mitten in der Höhle am Anfang. Die kann sich jeder angucken. Also es ist überall noch Tageslicht. Da brauchen wir auch keine Lampe hier ausleihen für 10.000 Kip. Aber für die Harten geht da rein. Oder nehmt euch einen Guide.